Kinder, Kinder, hallo Kinder, ich bin's, der kleine Kunde Kobold. Heute lernt ihr das Trixi-Hörnchen kennen. Trixi! Trixi und Dodo, du musst kommen! Was ist denn los? Was ist denn los? Hallo Trolli, warum störst du mich beim Sammeln? Ich wollte dir die Kinder vorstellen. Welche Kinder? Na hier, guck! Aber ich habe doch keinen Rucksack. Dann nimm mal deine Ostereier-Suchtasche. Ach, das war eine gute Idee. Aber ich wollte doch eigentlich den Kindern von der Igelnuss erzählen. Kinder, die haben wir damals für den Wolfram Igel gesucht. Weißt du noch, Trixi? Na klar, weiß ich noch. Das war ein spannendes Abenteuer, wie wir dann mit meinem Freund Romeo über den Wald geflogen sind. Ganz genau. Und der Wolfram hat sich fast in die Hosen gemacht. Und wie du ihm den Heiratsantrag dann vorgereimt hast. Ich hätte mich tot lachen können. Also, warte, Trixi. Wir können jetzt hier nicht alles verraten, Kinder. Wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Abenteuer ausgegangen ist, dann guckt doch auf gesichten.aus.etz.de bei Wolfram und das Gegenmittel. Und jetzt, kannst du weiter sammeln. Nein, ich muss doch ein gutes Versteck für mein Lager finden. Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen, wiedersehen. Wiedersehen, Trixi. Wiedersehen. So, bist du wieder weg. Wiedersehen, Kinder. Wiedersehen.